Also mich würde auch interessieren über die Qualität der Lebensmittel. Heute war die Schlagzeile 95% des Hühnchenfleisch mit 95. Die Qualität der Lebensmittel war in den 60er Jahren, 70er Jahren schon nicht schlecht, das muss man ganz ehrlich sagen. Man hat sehr viel aus Frankreich gekauft, aus Paris. Ne? Wir waren die Ersten, die in Paris eingekauft haben. Die Ware war nicht schlecht. Es wurde nur jetzt alles, wird alles schlecht gemacht. Das wird natürlich sicher, wird viel Unfug getrieben. Das sehen Sie mit den Hühnern jetzt wieder. Jetzt wird wahrscheinlich in den letzten Monaten werden keine Hühner mehr gehen. Können das alles, weil schon klar, bei dem Bericht an den Tag, in den Tageszeitungen, was da drin steht, da nimmt kein Mensch mehr einen Huhn. Ne? Ist halt so. Ne? Die Menschen folgen auf so einen. Wie es einmal die Schweinepest war, keiner hat das Schwein mehr gegessen, es war einfach alles eine Katastrophe. Ne? Vor einem Jahr war es Dioxin in den Eiern. Ja. Und die Medien machen natürlich sehr viel dadurch kaputt. Ne? Das ist gut, die müssen ja was schreiben, sonst geht es ja gar nicht anders. Ne? Weil die haben ja, was sollen sie eigentlich immer schreiben? Ne? Das gibt immer wieder Knüller. Ne? Aber ich sage dir, es war jetzt mit der Hühnergeschichte, finde ich nicht gut. Ne? Ich möchte nur eines, möchte ich mal wissen. Wie schaut es in 50 Jahren aus? Was ist da alles los? Das ist alles anders. Das kann man sich eigentlich schon vorstellen, weil ja die Zeit, die läuft ja davon. Ne? Die Computer laufen, die Maschinen gehen, es ist alles anders. Es wird einfach eine Zeit kommen, wo alles maschinell wird und wo die Leute immer hektischer werden. Die Esserei wird immer hektisch bleiben und es gibt immer mehr Non-Food-Läden. Deswegen finde ich die Bewegung aus Italien, Slow Food, die ich am Rande verfolgt habe, eigentlich sehr schön, auch mal wieder nicht hektisch im Supermarkt einzukaufen, sondern wie in Frankreich auch auf den Markt zu gehen, die Früchte nicht in Plastik verpackt zu sehen. Also bewusst einzukaufen, bewusst vorzubereiten, mit Liebe. Meine Mutter hat immer mit Liebe gekocht, hat sie gesagt. Aber das machen heute nur die Leute. Sie wissen selber, die jungen Leute, das ist wurscht, die gehen Supermarkt, was günstig ist, kaufen das abgepackte Paket, gehen heim und kochen sich ein bisschen was. Aber wer ein bisschen was versteht, der lässt sich das alles schön herrichten. Also der Tante-Emma-Laden, der mal kaputt war, ist wieder im Kommen. Weil viele Leute gehen gerne in den Supermarkt, das ist klar, weil das ist einfach ist und geht schnell. Ne? Und die auch heute ganz gute Waren haben, muss ich sagen. Ne? Aber es ist nichts Persönliches dabei. Ne? Man muss den Kunden verwöhnen, sage ich. Ne? Und der Kunde ist ja selber verwöhnt, dann gehen ja meistens in Urlaubsorte. Manche gehen nach Frankreich, manche gehen nach Italien, überall oder Norwegen. Es ist überall hochwertiges Essen. Und da wird man das kennen. Und dann sagt man, wenn man nach Deutschland kommt, will man auch diese Artikel kaufen. Ne? Es ist anders geworden. Ne? Es gibt herrliche Käse, es gibt herrliche Wurstwaren, unheimliches Fleisch. Ne? Es ist einfach alles sehr hochwertig geworden. Und das ist der Trend der Zeit eben. Ne? Aber man weiß ja nicht, wie es weitergeht, das weiß kein Mensch. Wir wissen nicht, wie es im Euro weitergeht, wir wissen gar nichts. Ne? Ich sehe mehr eine Schere, die auseinanderklafft. Auf der einen Seite billig Industrieessen für die Masse und wer sich's leisten kann, geht in Bio-Supermarkt oder zum Feinkostspezialisten und kauft qualitativ hochwertige Ware. Ja. Also muss man schon. Ich habe jetzt Aber da gibt es schon gelesen. Unterschiede, ne? Es gibt halt Leute, die verstehen sehr viel vom Essen und die kaufen eben dann das Hochwertige. Ich sage immer hochwertig kaufen und lieber weniger kaufen. Weil das Problem ist, dass heute sehr viel weggeschmissen wird. Es gibt eine Armut auf der ganzen Welt und die Leute kaufen ein wie die Verrückten und schmeißen dann die Hälfte weg. Sage ich immer wieder, das ist für mich also ganz katastrophal. Ich bin ein Mann, der überhaupt nichts wegschmeißen will. Ja, ich mache zum Beispiel, wenn ich heute, schauen Sie, wenn Obst übrig ist, ne, ja, was mache ich denn, wenn ich heute Obst habe? Dann mache ich entweder ich mache Marmelade oder meistens mache ich rote Grütze, Apfelgrütze, Birnengrütze, Johannisbeergrütze. Ich mache alles, was übrig ist, mache ich Grütze. Also meine Mutter war immer früher, in den früheren Zeiten, sofort in die Patisserie, aber die ganzen Sachen, die sind ja nicht alt. Die sind am Tag übrig geblieben, aber der Kunde will am nächsten, er will was Frisches. Ne? Habe ich sofort in die Patisserie gegeben und rote Grütze gemacht. Und die geht immer. Oder Marmelade. Ne? Aber heute ist das alles anders. Heute haben die ganzen Mitarbeiter gar keine Lust mehr, am liebsten gleich wegschmeißen. So ist Manche es. Sachen werden am nächsten Tag ja auch besser, manche Brotsorten und so weiter, die werden ja erst an.
Ja, es gibt Brotsorten, wo sie rösch werden, verstehen Sie? Es gibt Bauernleibe, die wenn sie ein oder zwei Tage liegen lassen, kriegen eine rösche Kruste. Ne? Ja, das ist schon anders alles. Ne? Aber die Zeiten sind ganz anders. Aber sie sind auch schön. Ne? Aber die Menschenmassen sind anders geworden. Ne? Und es ist kein Essen mehr, sondern es ist einfach, Sie wissen ja, wie die Fastfood-Läden alle gehen, wie sie anstehen bei McDonald's und das ist ein Wahnsinn. Ne? Das ist nicht schlechtes Essen, ne? Aber die stopfen es in sich hinein. Wo gibt es die meisten dicken Menschen? Ne? In Amerika, überall sowieso und auch in Deutschland. Die essen drei Burger und dann sind sie wieder. Und bewegen sich nicht mehr. Ja, das ist das Problem. Und das Salatblatt wird rausgenommen. Ja, es ist einfach anders. Ne? Also die Zeiten in den 50er, 55er Jahren waren für mich einfach schöner. Man war dankbarer für das alles, was man gekriegt hat. Es war schön, wenn man einen tollen Käse gegessen hat, ein tolles Brot und man hat eine tolle Wurst gekriegt. Also es war einfach anders. Ne? Hat viel Spaß gemacht. Ne? Die Menschen waren einfach dankbar. Dankbar. Und heute sind sie nicht mehr dankbar. Nicht alle. Viele sind noch dankbar, weil sie was Schönes kriegen. Ne? Aber Sie wissen, bei vielen vermögenden Leuten ist es halt immer schwieriger. Ne? Die werden immer, ja, mit dem Ausland da ist, denken Sie mal dran, was in Frankreich und überall ist, in Saint-Tropez oder so, wie Leute, die verwöhnt sind, was da weggeschmissen wird, das Geld nichts wert ist. Ne? Meine Eltern, Jahrgang 20, 21, die konnten durch die Kriegserfahrung bis zum Ende keine Lebensmittel wegwerfen. Da wurde also, wenn der Apfel halb verfault war, dann wurde die Hälfte abgeschnitten und das andere wurde gegessen. Ja? Sie haben ja noch berichtet, wie sie aus Kartoffel... Ja, das sage ich ja immer, wenn ich in einer Obstabteilung oder was in einem Laden ist, darf gar nicht so weit kommen, dass man fault. Dann muss ich ihn zuschneiden. Ne? Also. Und dann gibt es auch die Tafel, wo man den Leuten das hinschickt. Ne? Es muss ja nicht faul sein, es muss halt einmal... Man muss das wegschicken. Ne? Jetzt zum Beispiel Weihnachten oder was, einen Haufen Stollen übrig. Was soll den Haufen immer billig verkaufen? Die Leute freuen sich doch an der Tafel. Ne? Oder die an der Brücke liegen. Ne? Das ist einfach alles ein Tragik. Ne? Es gibt dann immer mehr arme Leute. Ne? Es gibt auch viele arme Leute, die einfach arm sein wollen. Das wissen sie auch. Ne?